heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Hallo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und diesem wunderschönen Tage, meine Freunde. Wir haben etwas Geisteskrankes herausgefunden, über die auch sicherlich schon viele andere YouTuber, unter anderem Standardskill und die Buddies berichtet haben. Und zwar, meine Freunde, gibt es jetzt die ersten Hinweise zum Start der Rakete in der geheimen Omega Base. Die Omega Base bei Snobby Shores, die ihr hier auf der Map quasi einmal eingeblendet sehen könnt, ist ja, wie gesagt, schon seit dem neuesten Update, beziehungsweise der neuesten Season quasi fester Bestandteil dieser Map. Und es wurde ja immer wieder viel hin und her gerätselt, was steckt es hinter Omega, was steckt es hinter dieser ganzen Geschichte. Wir werden auch gleich mal ganz kurz in-game jumpen und es ganz und Schmocki mal ansehen. Zuallererst, meine Freunde, hatte ich allerdings eine kleine, feine Sache. Und zwar gibt es, wie ihr gerade bei Reddit sehen könnt, hier verschiedene Hieroglyphen auf diesem Hologramm bei Omega zu sehen. Dazu komme ich später nochmal, meine Freunde. Dann haben wir quasi auf den sämtlichen Fernsehern ja diesen Countdown gehabt, beziehungsweise dieses komische Totenkopf-Symbol. Und auf der Nintendo Switch ist quasi Folgendes angezeigt. Hier steht nämlich Launching drauf. Man kann das ganz genau erkennen. Es gab auf verschiedenen Fernsehern sogar, auf der Nintendo Switch, tatsächlich an verschiedenen Locations, einen Countdown, der darauf hinweist, meine Freunde, es haltet euch fest, dass die Rakete am morgigen Tage starten wird. Das wird auch auf jeden Fall ganz gut zu der ganzen Theorie passend, dass morgen wahrscheinlich auch die Stinkbombe reinkommt. Das heißt, morgen gibt es ein komplett neues Update und dann sehen wir, ob morgen die Rakete tatsächlich startet oder nicht. Was das jetzt genau für Auswirkungen hat und was da alles hintersteht, meine Freunde, wir werden es auf jeden Fall sehen. Hier sehen wir quasi nochmal den genauen Counter. Man kann es nicht ganz genau erkennen. Man sieht hier 2:44:05. Das sind hier Stunden oder Tage. Der Countdown ist aber immer wieder mit random Nummern übersät. Es gab aber jetzt mehrere Hinweise darüber, dass am morgigen Tage dann mit dem neuen Update und der Stinkbombe vielleicht die Rakete startet. So viel auf jeden Fall dazu. Dann gab es noch eine kleine Pacific Rim Theorie. Grundlegend besagt diese Theorie einfach, dass quasi Omega und der Carbred-Skin aussehen wie Charaktere aus Pacific Rim und daher halt dieses große Monster aus der Tiefe kommt, wie bei Pacific Rim, und die Rakete angeblich dazu da sein soll, um eventuell dieses große Monster zu töten. Halte ich persönlich für absoluten Schwachsinn. Ich nehme an, deshalb ist wahrscheinlich auch diese Theorie nicht mehr aufzufinden auf Reddit und wahrscheinlich gelöscht worden. Was wir aber alle wissen, ist, dass die Season 4 bald endet, meine Freunde. Ich glaube, es sind noch um die 18, 19 Tage oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt fängt Epic Games quasi schon an, für die neue Season Hinweise zu streuen. Wie geil ist das denn bitte? Wir sind auf jeden Fall alle krank gespannt und ich bin wirklich, wirklich extrem hyped. Wer weiß, Leute, vielleicht starten wir mit der neuen Rakete auf eine andere Map. Vielleicht starten wir auf die kleinen Playground-Karten, die 2x2-Karten, wo man sich einfach mit seinen Kollegen austoben kann, neue Items ausprobieren kann und so weiter und so fort. Ich würde sagen, Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in-game und schauen uns das Ganze mit diesen komischen Hieroglyphen und Koordinaten auf der Rakete mal in-game an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute, und kommt unbedingt jetzt in den Livestream, denn ich bin wieder live auf Twitch. Macht's gut, wir sehen uns morgen bei einem weiteren Fortnite-Video und jetzt ganz viel Spaß mit in-game. Ciao, ciao. So, Leute, und jetzt gehen wir direkt mal zum Ort des Geschehens und schauen uns mal kurz an, was auf dieser Rakete so abgeht, was es damit auf sich hat und was so meine eigene Theorie ist, Leute. Und jetzt bin ich wieder in meinem Element. Theorien-Videos zur neuen Season von Fortnite, meine Freunde. Und generell, ich liebe es ja einfach, wie Epic Games immer weiter diese Sachen streut und solche Sachen immer wieder mit aufgreift. Ich finde es einfach extrem cool. Das gibt es bei wenig anderen Spielen. Das gab es bei WoW immer ein Stück weit. Extrem cool. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, Leute, die Pacific Rim-Theorie mit dem Omega-Skin und diesem komischen Seemonster und die Rakete, die angeblich das Seemonster dann zerstören soll bzw. töten soll, halte ich für relativ schwachsinnig, weil ich bin der Meinung, dass Omega nicht aussieht wie einer der Charaktere von Pacific Rim. Wir beide gehen jetzt erstmal nach Snobby Shores, meine Freunde, suchen uns jetzt ein bisschen Loot, holen uns einen Einkaufswagen, fahren hoch zur Rakete und versuchen erstmal mit dem Einkaufswagen ohne C4 und im besten Fall dann mit C4 die Rakete zu zerstören. Es gab ja immer wieder den Bug, dass man bei Dustin Devo den Meteor mit einem Einkaufswagen zerstören konnte, Leute. Und wer weiß, vielleicht klappt das jetzt bei der Rakete auch. Dann haben wir gar kein Problem, da brauchen wir uns nie wieder Sorgen machen, dass irgendwas von der Rakete kaputt gemacht wird. Es gab ja, wie ich bereits eben erwähnt habe, meine Freunde, diesen seltsamen Countdown auf der Nintendo Switch, beziehungsweise diesen Countdown, den man halt nur auf verschiedenen Fernsehern auf der Map sehen konnte. Und dieser läuft ja quasi morgen, also am Dienstag, ab. Und was jetzt damit genau wieder auf sich hat, da kann man natürlich auch nur wieder spekulieren. Ich denke mal, wir werden einfach bis morgen abwarten. Und ich bin mir fast schon sicher, dass wahrscheinlich morgen sich schon wieder etwas an der Rakete geändert hat, beziehungsweise ein paar Dinge wahrscheinlich schon wieder neu sind, die uns dann weitere Hinweise liefern könnten, was hier überhaupt vonstatten geht. Ganz interessant ist allerdings, meine Freunde, dass wir quasi ja die Omega-Basis hier vorne haben und hier die Basis der Guten. Das heißt, wir haben quasi immer noch diese zwei, ja, wie soll ich sagen, gegenspielenden Parteien, diese gegenspielenden Heldenkräfte. Einmal die Bösen mit Omega an der Spitze und einmal die Guten mit dem Besucher an der Spitze. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, er ist der Gute oder mit Carbide. Ist Carbide nicht der Gute? Carbide eigentlich auch. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann brauchen wir nur noch ein wunderschönes Shopping-Kampf, um mal zu gucken, ob wir das Ganze zerstören können. Wäre für mich so die erste Sache. Und dann können wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht sogar hingehen und ein wenig den Code erschüssen. Denn, meine Freunde, auf dem Hologramm sind ein paar Initialien drauf, beziehungsweise relativ interessante Buchstaben, die das Hologramm tatsächlich deutlich interessanter erscheinen lassen, als es auf den ersten Blick aussieht. Diese Buchstaben sind ein wenig verschlüsselt, beziehungsweise in einer Art Hieroglyphentext. Man kann sie aber, finde ich, doch ganz gut erkennen, Leute, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen die Eigenfantasie benutzt, dann macht es eigentlich auch vollkommen Sinn, was da meiner Meinung nach draufsteht. Gucken wir uns gleich aber direkt mal an, wenn wir da oben sind. Jetzt müssen wir erstmal ganz aus dem Shopping-Card finden, ne? Ja. Hast du schon alles gesehen irgendwo? Nee. Ja, oder sind sie sogar rausgefixt? Sind sie nicht sogar draußen? Oh nein, nein. Doch, nein, natürlich, ich bin so dumm, Leute. Wir können das mit dem Einkaufswagen gar nicht ausprobieren, weil die ja momentan gar nicht im Game sind. Fällt mir gerade so ein. Ja, die stimmt, wieder raus, oder? Sind was? Wieder draußen, weil es gerade Bugfix an den Einkaufswagen gibt. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Dann können wir trotzdem mal hochgehen und diese seltsame Rakete mal einen kleinen Blick drauf werfen und ich erkläre euch mal ganz
ganz kurz, was so meine Theorie zu dem Ganzen ist, beziehungsweise was da so hinterstecken könnte. Vielleicht, meine Freunde, wurde der Einkaufswagen ja rausgepatcht, weil genau das möglich war. Vielleicht konnte man mit dem Einkaufswagen ja sogar die Rakete zerstören. Vielleicht will Epic Games das nicht, weil die Rakete tatsächlich einen weiteren Zweck hat, Leute. Vielleicht gab es aber auch einfach nur wieder 10.000 Bugs mit den Dingern, die einfach gelöst werden mussten. So, Leute, nach Jahren der Reise dann endlich oben angekommen, können wir jetzt direkt mal einen Blick auf das Hologramm werfen. Und da sind, wie gesagt, ein paar hieroglyphische Initialien drauf zu finden, beziehungsweise ein paar Sachen, die meiner Meinung nach relativ interessant sind. Schmock und ich werden aber jetzt erstmal Folgendes versuchen, und zwar die Rakete abzuhalten, dass die überhaupt startet, beziehungsweise sie einfach mal zu zerstören, Leute. Habt, glaube ich, dass ich noch keiner gemacht. Wir gehen jetzt direkt hier hin. Schmocki, komm her. Hier sind die besagten Hologramme, meine Freunde, beziehungsweise das besagte Hologramm. Schmocki, fang an und schmeiß das C4 dagegen. Gegen die Rakete, ja? Mach das C4 überall gegen die Rakete mal gegen. Und? Es juckt die Rakete, so wie das Hologramm, auch kein bisschen, meine Freunde. Und das spricht ganz klar, meiner Meinung nach, dafür, dass es sich hier wieder um ein paar Items bzw. um ein paar Dinge handelt, die auf jeden Fall im späteren Verlauf des Spiels bzw. im späteren Verlauf der Season oder sogar in der neuen Season definitiv noch Gewichtung haben werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Rakete alles auslöschen wird und die Map halt genau ähnlich aussehen wird, aber halt alles mit Sand. Genau, ich habe nämlich auch schon die Überlegung angestellt, dass eventuell eine neue Map auf uns zukommt, und zwar eine Wüstenmap, die ja auch schon angekündigt worden ist. Schmocki, komm mal ganz kurz runter zu mir hier, und dann kannst du dir ganz kurz hier den großen Schild nehmen. So, und wir gehen jetzt mal ganz kurz hin, Leute, und schauen uns mal sofort dieses seltsame und komische Hologramm da oben an. So, jetzt sehen wir hier drei seltsame Schriftzüge drauf. Hier steht sowas wie, was könnte das wohl sein, Leute? Ich würde sagen, das ist fast schon die UEA, Unnamed, ne? Oder VEA, irgend sowas in die Richtung. Vielleicht ist es die Unnamed Investigation Agency, die tatsächlich ihren Hauptsitz hier vorne in der Ecke hat, meine Freunde. Die auch die ganzen Meteoritenfragmente eingesammelt haben. Hier an der Seite, glaube ich, das Wort Omega, was man vielleicht erkennen könnte. Und hier einmal das Wort Alpha D, beziehungsweise irgendwie Alpha irgendwas, Leute. Ich hoffe mal, dass es nichts mit Alpha Stein zu tun hat. Und das ist quasi das, was die Rakete, beziehungsweise das Hologramm momentan an Informationen hergeht. Also wir wissen, wir können es nicht zerstören, Leute. Wir wissen, dass auf jeden Fall damit etwas passieren wird. Und wir wissen, dass Epic Games das Ding wahrscheinlich benutzt, um die neue Season für uns vorzubereiten. Mehr können wir gerade nicht sagen, Leute. Wir haben halt immer auf dem Fernseher hier dieses seltsame Symbol. Wenn wir uns jetzt die Base von der anderen Seite nochmal angucken, seht ihr, dass dieses Symbol genau diese Base quasi auf der anderen Seite resembelt. Das heißt, es scheint so eine Art Ankündigung zu sein von dem Superhelden, beziehungsweise von Omega, der ja eigentlich ein super Schurke ist. Mehr wissen wir einfach nicht. Und ich bin echt mal gespannt, Leute, ob jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, A, wir transportieren euch eventuell auf diese kleinen Playgrounds-Maps, wo ihr mit euren Schmelzen ein bisschen rumprobieren könnt. Oder B, Leute, was viel, viel krasser wäre, zur neuen Season, weil die alte Season ja sich jetzt gerade dem Ende zuneigt, kommt vor uns ein Gegner. Warum? Ja. Warte, lass uns hier oben hinstellen. Kommt eventuell vielleicht sogar die Rakete als Mittel zum Zweck, bombt eventuell die alte Map komplett weg oder geht sogar hin und transportiert uns samt Rakete auf die neue Map. Das werden wir jetzt aber die Tage sicherlich noch erfahren. Also ich wollte auf jeden Fall mal ein klein bisschen was sagen. Du, Schmocki, darf ich dir einfach töten, ja? Ja, natürlich. Das ist schon nett. Mach uns kaputt. Ich mach Pressure. Mein Gott. There you go, there Chuggy. You go. Oh, Chuggy, Golden Sniper und Raketenwerfer. Ja, moin, Digga. Danke für everything you want. Also, das sind quasi die beiden Möglichkeiten, die momentan bestehen, Leute. Ich hoffe mal, dass eine der beiden Möglichkeiten zutrifft. Ich würde mich sehr über die Playground-Raps freuen, all die, weil wir damit nämlich viel, viel einfacher tatsächlich dann auch Videos produzieren können. Würde mich aber ebenso darüber freuen, Leute, wenn es dann jetzt bald heißt, auf geht's auf die neue Map. Wir warten jetzt auf jeden Fall mal die morgigen Tage ab, denn da kommen wahrscheinlich schon direkt die ersten Neuerungen mit ins Spiel rein, denn dann läuft der Countdown auf der Nintendo Switch aus und wir wissen dann hoffentlich endlich mehr. 2000. Mann! Diese Scheiße! Aber diese... Später. Jungs, Mädels da draußen, ich kann nicht mehr. Die Server-Lags, 10.000 Leute in unserem Haus, ich hab keinen Bock mehr. Oben. Komm, ich bin da. Ich hab ne Pumpe, let's go. Ich hab auch eine. Bei mir. Hier. Achter. Lass mal hier nach links gehen, erstmal. Okay. Einer von denen ist knocked. Nice. Da hinten noch ein zwei Team, hast du gesehen? Ja, pushen. Hier vorne erstmal pushen. Noch einen down. Hier! Beide nice, down. Vor uns Gegner. Ja, wir werden gerusht. Da, hä? Der hat nur einen Sniper. Ja, Mann. Hast du beide down? Ja. Okay. 8 Kills schon, jetzt komm her, los. Ah, oh Gott. Nein! Wir werden gerusht, ne? Wir werden wirklich gerusht jetzt. Ich hab keine Materials. Ich kann Counter, wir sind tot. Wir sind tot, wir müssen hier raus. Direkt vor uns. Herr Rush, komm ich da. Boah, Digga.
Also die Leute wollen es echt wissen heute. Belastend, Alter. Belastend. Vitell ist gewonnen, schätze ich mal. Jetzt ist meine Speicherkarte noch vollgegangen. Ah, super. So, da sind wir wieder. Keine Ahnung, wie lange sie jetzt aus war, Leute. Es tut mir leid. Bei uns Gegner. Wo 240. Denn? Bei uns direkt. Scar. Ich habe keine vernünftigen Mats mehr, Digga. Nichts. Hab einen dicken. Ich habe auch einen dicken. Einer noch. Der Maid ist oben. Digga, wenn ich nochmal einen 17er Hits mache. Ich hab grad 3 17er gemacht. Okay, lass mal irgendwie Heal suchen, Digga. Wir müssen gleich weiter, Digga. Oh, ne, oh mein Gott, du hast recht. Ach, ja, bitte. Ja. Ich hab auch keinen Jump-Head, gar nicht. Ich hab auch keine Mats. Also machbar ist es in den 2 Minuten, aber es wird... Was eine belastende Runde, Digga. Ordentlich stressig. Die kommen jetzt gleich auch jeden Moment hinter uns, also aufpassen. Beide mit dem neuen Skin. Echt jetzt? Ja. Hä? Von hinten, die Launchpadden zu uns. Ja. Eine Launchpadde zu uns, ist closer, 2 Hits. Und hinten sniped einer, siehst du den? Einer sniped auf uns von 30. Einer ist links von uns in der Mitte da. Siehst du den? Ich raff es nicht, Junge, ich raff es nicht. Pressure die jetzt. Hast du Granaten? Nee, nee, chill. Hab ihn, down. Oben auf dem Dach. Ist kurz. Auf geht's! Garf endlich nicht. Mal ein dicker, saftiger Hit. Boah, 9 Kills, Schmocki, Alter, du Legende. Lass safe spielen, wir machen uns einen Tower und spielen auf Tower. Wie gerade eben, das hat auch funktioniert. Oh, da vorne, wir haben schon eine Base errichtet. Was tun? Kann sie Pressure mit Granaten, mach ich jetzt? Ich kann auch mit Raketenwerfer drauf schießen. Mach. Oh mein Gott, die sind nicht schlecht, die sind nicht schlecht. Ja, die sind auf jeden Fall runter. Die sind nicht schlecht, Digga. RC4. Tension Bro, du bist ziemlich weit weg von mir. Hä? Ich war hinter der Wand, Digga. Ich war hinter der Wand. Das Spiel ist verbuggt. Na, ja, das GG. Ich war hinter der Wand. Keine Ahnung. Ey Junge, was ist das? Ich kann mich nicht bewegen, Alter! Mann, Junge! Ey, Digga, 2 Kills, Junge! Freu dir den Ast ab, Digga, du hast in deinem Leben zu nichts gebracht. Wir sehen uns morgen wieder, wenn dieser Raketenkack losgeht. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, schaut bei Schmocke vorbei, auf Wiedersehen.